Ich schaue mir heute mal das Spiel Railway Empire an, um genau zu sein, das Addon mit der deutschen Karte. Wir befinden uns im Jahr 1850. Ein freies Spiel mit drei Konkurrenten. Und so sieht das Ganze aus. Ich bin blau. Das hier ist meine Startstadt, Berlin. Und von hier bin ich expandiert Richtung Brandenburg, inzwischen Magdeburg, Leipzig, Dresden, bis runter nach Prag und sogar bis nach Wien. Wow! Ja, das Addon fügt neue Lokomotiven hinzu, neue Züge, auch neue Ressourcen, die es zu transportieren gilt. Hier wird jetzt zum Beispiel Gepäck transportiert. Das läuft ganz gut. Ich bin zufrieden mit meinem Spiel. Wir können sogar in den Führerstand der jeweiligen Züge umschalten. Jetzt haben wir verschiedene Kameraanlegungen. Forschung tut sich immer einiges. Aktuell kann ich hier, glaube ich, eine neue Frachtlokomotive freischalten, die Dragon Nummer 51. Tschu-tschu! Entschuldigung, ich habe mich mitreißen lassen. Und da werde ich nach und nach jetzt mal meine Züge umrüsten, weil dadurch werden die schneller, können mehr transportieren. Neuer Werber, der macht Werbung für einen Bahnhof. Also das funktioniert alles wunderbar. Es läuft. Ich habe hier zahlreiche Aufgaben und habe insgesamt 20 von 21 Bahnhöfen an mein Streckennetz angeschlossen. Das heißt, einer fehlt mir jetzt noch, um die Aufgabe hier zu erfüllen. Und was Stettin so braucht, Stand, Bedarf, braucht zum Beispiel Schweine. Mal schauen, was ich mit einem Bahnhof hier so an Rohstoffen abdecken kann. Ah, nicht allzu viel leider, großer Bahnhof. Damit könnte ich alle Rohstoffe abdecken, zumindest fast. Ich glaube, ich baue hier tatsächlich mal probehalber einen großen Bahnhof. So. Damit habe ich drei Rohstoffe, die ich hier durch die Gegend transportieren kann. Und das Ganze schließe ich jetzt, glaube ich, an Berlin an. So mache ich das auf jeden Fall. Gleisbau. Dann brauche ich auch ein Signal dementsprechend. Das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Wir werden es sehen. Und dann baue ich diese riesige Strecke bis hier hoch zum Rösnerhof. Oh, das kostet mich Unmengen. Einmal. Und zweimal. Jetzt lasse ich das hier ein bisschen schneller laufen und dann kann ich mir das hoffentlich gleich leisten. Das sieht gut aus. Gleisbau, bezahlen und bauen. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine Versorgungsstation. Die baue ich meist so auf halber Strecke. Und dann kann der Zug hier schon geplant werden. Neuer Zug von Rösnerhof nach Berlin. Lokomotive wählen.
rein. Und jetzt überprüfe ich hier nochmal die Signale. Hier wird schon mal fleißig Gemüse nach Berlin transportiert. Und die nächste Aufgabe ist auch erfüllt. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, welche Städte hier was produzieren, dann stellen wir relativ schnell fest, dass alle Städte, in denen zum Beispiel Alkohol produziert wird, dass die schon von anderen Bahnlinien hier bedient werden. Das ist schade, weil ich denke, dass das ein einträgliches Geschäft ist. Alle anderen Waren, die decke ich im Prinzip schon ab. Vielleicht soll ich auch doch mal ein bisschen an der Börse spekulieren. Mir mal die anderen Unternehmen anschauen. Streitereien in der Belegschaft. Das Problem hatte ich auch mal. Den stelle ich frei und setze ihn woanders ein. Zum Beispiel hier. Und wenn ich schon mal da bin, gibt es gleich noch eine neue Lok. Erhöht die Anzahl der Passagiere, die an jedem Bahnhof warten. Neue Bewerber. Freie Mitarbeiter. Ich habe keine Ahnung, woher dieser Reporter seine Informationen haben könnte. Ja, ich frage mich immer noch, wie kann ich hier am Alkoholboom teilhaben? Kann ich das kaufen hier? Nee, ist zu teuer. Das Problem kenne ich. Diese verfluchten Heizwasserpumpen. Und das ist meine neue Frachtlokomotive hier. Obwohl, da kommt gleich die nächste. ...60 km/h. Kühlwagen. Dadurch steigen die Lebensmitteleinnahmen. Das klingt erstmal nicht schlecht. So, ich probiere es nochmal hier in Berlin, die Bäckerei zu kaufen. Inzwischen habe ich genug Geld. Das einfach mal. Warum hat wohl keiner außer dir bei der Auktion mitgemacht? Und jetzt probiere ich die Bäckerei abzureißen. Ja. Und jetzt hier was Sinnvolles Neues zu bauen und ich glaube, ich entscheide mich für eine Brauerei. Habe ich hier eine Brauerei und jetzt kann ich hier Hopfen rankarren. Dann karre ich den Hopfen jetzt von hier hin nach Berlin. Thank you.
Dann baue ich hier noch einmal. Und einen Zug natürlich. Zuglinie einrichten. Von der Baumgart Farm nach Berlin. Prämie für neue Industrie in Gütersloh. So, und der Zug, der sollte jetzt in Berlin ankommen und dann wird hier das erste Bier gebraut. Breslau. Der Wein schmeckt mir in letzter Zeit besser als früher. Ich trinke auch mehr als früher. Ah, schön. Man sieht hier in der Städteübersicht, wenn hier Platz ist für eine Industrie. So, ich habe mir jetzt in Wien noch eine Wursterei geleistet und die reiße ich natürlich gleich ab. So, und jetzt kann ich hier... Oh nein! Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Ich baue die Brennerei und fertig. Dann muss ich jetzt Obst dran schaffen nach Wien. Aber das müsste doch hinzukriegen sein. Neuer Zug. Von hier nach dort. Und los. Diesen Schrott wollte außer dir keiner. Salzstock nahe Berlin. Ich denke, den kaufe ich. Was willst du denn damit anstellen? Du solltest wirklich besser auf dein Geld achten. Kleiner Bahnhof, ein Versorgungsturm. Komm, bei mir kann dein Mitarbeiter wenigstens noch etwas lernen. So, ich würde sagen, das freie Deutschland-Spiel hier ist geknackt, absolut. Das ist die einzige vernünftige Alternative zum Railroad Tycoon 3. Es gibt nichts anderes. Mir macht's Spaß, das Spiel ist ganz gut, wenn man auf Eisenbahn steht, in welcher Form auch immer. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt, dass da vielleicht irgendwann noch eine Elektrifizierung kommt, dass da vielleicht noch ganz neue Loks kommen, eine ganz neue Zeit und so weiter. Unterm Strich muss man aber auch sagen, dass das Spiel recht teuer ist, insbesondere auch mit dem neuen Deutschland-Add-on. Das kostet doch immerhin, ich glaube, knapp 15 Euro. Ich habe es jetzt im Sale für 12,99 erstanden. Am vernünftigsten ist es vielleicht, man wartet auf so einen wirklich kräftigen Sale, wo man vielleicht sogar irgendein Kombipaket vielleicht in Kombination mit Mexiko noch erwerben kann. Ich weiß es nicht. Auch wenn das recht teuer ist, das Spiel ist gut, es gefällt mir, es ist wirtschaftlich herausfordernd, wenn auch nicht unbedingt auf der normalen Schwierigkeitsstufe im freien Spiel. Wie gesagt, es gibt hier noch massig Szenarios, die man sich anschauen kann. Die haben es wirklich in sich, die spielen aber wiederum nur in den USA. Bis hierher, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst eine Reaktion da, das motiviert mich hier wieder mal so ein Video zu machen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao und danke fürs Zuschauen.